Was nun? Ich weiß es nicht. Sie könnten uns überall auflauern. Jemand muss uns verpfiffen haben. Wir sollten uns aufteilen und von hier verschwinden. Also jeder für sich? Ganz recht. Denkst du, einer von der Bande hat uns verraten? Sieh dich hier mal um. Wer ist nicht da? Genau, Jacke. Ich habe ihn vorausgeschickt und er kennt unseren Weg. Dieser verdammte Judas! Wenn ich den erwische, wird er den Tag seiner Geburt bereuen! Ich werde ihn aufspüren. Allzu weit kann er nicht sein. Das ist zu riskant. Hagens Männer könnten schließlich bei ihm sein. Wir müssen hier in einem Stück wieder rauskommen. Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist natürlich immer noch Kenny und ich begrüße euch in einer brandneuen Episode von Kingdom Come Deliverance. Ja, zum Schluss der letzten Episode hatten wir einen Auftrag von Kuno bekommen, Jackel, diesen miesen Verräter, zu finden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist. Und ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze jetzt entspinnt. Also viel Spaß dabei. Wie ich sehe, sind zum Glück alle wohl auf. Gottlob. Der Herrgott scheint uns zu mögen. Irgendwie kommen wir immer unversehrt aus solchen Sachen raus. Der Herrgott. Oder vielleicht der Teufel. Mag sein. Hauptsache, wir haben überlebt. Gehen wir wieder auf Patrouille? Wir schon, aber du nicht. Was? Warum nicht? Ich weiß jetzt, wo Jackel steckt. Ergreif ihn und prügle alles aus diesem Verräter heraus, was er über Hagen weiß. Warum ich? Klingt nach einem guten Plan. Aber warum ich? Erstens bist du zuverlässig. Und zweitens drehst du ihm nicht gleich den Hals um, so wie es der Rest von uns tun würde. Valider Punkt. Wo versteckt er sich? Tut der kleine Scheißer gar nicht. Er versäuft doch glatt seine 30 Silberlinge tolldreist in einem Wirtshaus. In der Schenke zur Viehweide oder so. Zur Waldwiese? Genau, so heißt sie. Okay. Und was wirst du indessen mit den anderen tun? Wir gehen wie gewohnt auf Patrouille. Nicht, dass sie versuchen, uns in eine Falle zu locken. Aber was, wenn sie mich in die Falle locken wollen? Gut möglich, Heinrich. Also sei lieber auf der Hut. Aber eins ist sicher. Jackel wird nicht ewig in der Schenke sein. Jemand muss sich um ihn kümmern. Ich sollte aufbrechen. Ja, und wenn du ihn findest, verfahre mit ihm, wie du willst. Aber finde vorher heraus, was er weiß. Wird gemacht. Okay. 30 Silberlinge. Das war doch auch, glaube ich, wenn ich da recht informiert bin, der Betrag an Geld, für den Judas dann wirklich Jesus verraten hat, ne? Ich bin da jetzt nicht so bibelfest, aber vielleicht weiß der ein oder die andere von euch das. Dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, weil ich weiß es tatsächlich jetzt nicht so. Aber gut, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen, wo sich der Jackel denn befindet. Was ist hier? Neue DLC-Quest. Hervorragend. Ah, da. Waldwiese. Schenke. Schnellreise. Abfahrt. Njum. Hinder. Mal sehen, ob wir Jackel da dingfest machen können. Oder ob das ein Hinterhalt ist. Es würde mich ja nicht wundern, wenn es wieder ein Hinterhalt wäre. Und wenn mir dann hier der Hosenboden stramm gezogen wird. Aber naja, wir werden sehen. So, einmal hier galant rumgedreht. Und da ist dann schon die Schenke. Ne, ich hätte auch hier den Weg nehmen können. So, da ist dann nämlich auch ein Tor, durch das man kann. So, und dann wollen wir nochmal sehen. Jacke, dass wir den hier irgendwo treffen. Am besten den Wirt fragen, ne? Wenn nichts wird, wird wird. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich suche einen jungen Burschen namens Jackel. Was ist mit ihm? Er wurde hier gesehen. Mag sein, aber er ist fort. Und kannst du mir sagen, wo er steckt? Nein, kann ich nicht. Er war ein Gast und wenn ich jeden dahergelaufenen verraten würde, wer hier war und was meine Gäste getrieben haben, wäre das schlecht für meinen Ruf. Du bist ein Verräter. Ja, nee. Wie wäre es mit ein paar Münzen? Ach nee, kennst du Herrn Kuno von Reichwaldau? Der, 18 Punkte, damit kriegen wir ihn. Weißt du, wer Herr Kuno von Reichwaldau ist? Mir entgeht nichts, Kumpel. Er ist der Söldner, der hier seit kurzem auf Patrouille geht. Jackel hat sein Vertrauen missbraucht und seine Männer in eine Falle gelockt. Auch mich übrigens.
Und da wirst du sicher verstehen, dass Herr Kuno ganz erpicht darauf ist, Jackel in die Finger zu bekommen, ohne dass ihm irgendjemand im Weg steht. Hey, nichts lege mir ferner. Dann sag mir, wohin Jackel ging. Nun, eigentlich wollte ich ihn hochkant rausschmeißen. Er spielte sich auf wie ein tyrannischer Blaublüter. Aber ist er nichts weiter als ein Rotzlöffel. Doch, dann zeigte er mir sein Geldsäckel und... Nun ja, Geschäft ist Geschäft. Er blieb einige Tage hier. Gestern Abend betrank er sich und verschwand dann mit einem Frauenzimmer in den Wäldern. In den Wäldern? Klingt nach der Nadel im Heuhaufen. Jemand sah sie wohl Richtung Süden gehen, über die Wiese. Ich schätze mal zu den Kiefernwäldern und Klippen. Ihr Vater war übrigens auch hier, ein Händler. Als er bemerkte, dass sie weg war, machte er sich auf die Suche. Vielleicht triffst du ihn ja. Gut, hab Dank. Ach, Herr Jemine. Gott behüte dich. Gucken wir auf die Map. Da unten, okay, es ist nicht zu weit weg. Da wollen wir mal sehen, ob wir den Jackel da aufgetrieben bekommen. Ja. Der sich da nicht da an irgendwelchen Klippen nachher noch den Hals gebrochen hat, der Vogel. Bin mal sogar eins, dass wir rauskriegen. Na, das sieht doch schon nach dem Händler aus. Maria, Mariechen, wo bist du? Sollen wir mal mit dem Händler quatschen? Mal hören, was der erzählt. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das hoffe ich auch. Was ist hier los? Maria, meine Tochter ist fortgerannt. Das ist hier los. Gäste der Schenke sahen sie mit irgendeinem Burschen hierher rennen. Und nicht weit von hier fand ich ihren Schal. Warum gehst du ihr nicht hinterher? Wir haben etwas gemeinsam. Ich suche nämlich den Burschen, der mit deiner Tochter fort ist. Was? Du kennst ihn? Flüchtig. Ist er gefährlich? An deiner Stadt wäre ich besorgt. Jackel ist ein sehr gefährlicher Räuber. Oh mein Gott! Jackel heißt er? Klingt aber nicht gerade nach einem Schuft. Das macht ihn auch so gefährlich. Die Leute unterschätzen ihn. Ich werde für dich nach Maria suchen, ja? Das ist ja. Wenn du willst, suche ich für dich nach Maria. Das würdest du? Sicher. Es ist meine Pflicht. Als Christ ist es meine Pflicht, einem Glaubensbruder in Not zu helfen. Ja, komm, Kohle habe ich genug. Gott vergelt's dir. Du sagtest, du hast ihren Schal gefunden? Ja, gleich hinter dem Gebüsch. Er hing in einem Baum. Ich werde mich dort umsehen. Möge Gott über dich wachen. Okay. Also, ich muss jetzt hier in diesem bekloppten Wald suchen, wa? Ah, shit. Ich glaube, das mache ich am liebsten auf Pebbles Rücken. Ich habe keinen Bock, hier durch die Gegend zu rennen. Das ist mir nix. Nee. So, das letzte Tageslicht jetzt hier noch nutzen. Was hier jetzt runter? Okay. Mal schauen. Das. Vielleicht eine Hose. Hilf mir bitte. Oh, schamloses Luder. Ah, da steht er ja, wa? Jacke? Ja! Heinrich, bin ich froh, dich zu sehen, Heinrich. Ich hatte mein Ende schon kommen sehen. Was zum Teufel machst du hier? Hab ein Mädel aufgegabelt, weißt du? Und dann wollten wir ungestört sein. Aber das Biest hat mich mit einem Stein umgehauen und ist mit meinem Geld auf und davon. Ist das so? Und wo ist sie lang? Keine Ahnung. Vermutlich so weit weg von ihrem Vater wie irgend möglich. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Ich kenne komische Mädels zuhauf. Aber sie ist schlichtweg wahnsinnig. Sie hätte mich einfach um Geld bitten können, anstatt mir eins überzuziehen. Und dann lässt sie mich so zurück. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Da schimpft wohl ein Esel den anderen Langohr. Hör zu, Heinrich. Die Sache mit Hagen, das wollte ich nicht, wirklich. Aber erst drohten sie mir und dann boten sie mir Geld an. Heinrich,
Ich habe noch nie so viele Münzen auf einmal gesehen. Und Kuno hatte nicht mal einen halben Groschen für eine Dirne übrig. Mir kommen die Tränen. Genug. Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Herr Hagen Zuhl? Gut, ich sag's dir, Heinrich. Sind wir noch Freunde? Freunde bist du von Sinn. Freunde? Nachdem du mich und die anderen verraten hast? Wir hätten bei der Furt alle draufgehen können. Gott, ich weiß, Heinrich. Tut mir leid, wirklich. Aber wenn ich dir sage, wo Zuhl steckt, lässt du mich laufen, oder? Dich laufen lassen? Der Stein hat dir wohl ziemlich zugesetzt. Heinrich, es tut mir wirklich leid. Die haben mir ganz schön Angst eingejagt. Das kann ich mir denken. Aber warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten auf dich aufgepasst. Ich weiß nicht, ich war verwirrt. Lässt du mich gehen? Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Dann sehen wir weiter. Solange ich gefesselt bin, sage ich gar nichts. Ich weiß doch, wie es läuft. Am Ende fressen mich die Krähen. Tätig, Herr Kuno ist ein Schwein. Tja, ich weiß, was du meinst, Jackel. Kuno ist genauso ein Bastard wie Hagen. Sie sind vom gleichen Schlag. Genau, aber warum bist du dann bei ihm? Weil er auf meiner Seite steht. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht und vielleicht hatte auch Herr Ratzig keine Wahl, aber eins weiß ich. Wenn du nicht sagst, wo Herr Hagen steckt, werden noch mehr Unschuldige leiden. Oh, ich schätze, du hast recht. Ja, Hagen klar. Will ein Dorf überfallen. Samopesch, glaube ich. Er wird selbst dort aufkreuzen, zusammen mit dem Rest seiner Bande. Und wirst du mich jetzt losmachen? Nie im Leben. Ich mach dich los, aber dann landest du im Kerker. Du kannst gehen. Schwierig. Also ich werde ihn da jetzt nicht angebunden stehen lassen und darauf warten, dass er, was weiß ich, von Wölfen oder einem Bär oder was weiß ich was gefressen wird. Aber eigentlich muss er dann in den Knast, weil so geht's nicht. Ja, aber dann landest du dort, wo du hingehörst. Was? Was meinst du damit? Wo? Im Kerker. Tu das nicht. Wir waren uns doch einig. Mitnichten waren wir uns einig. Mein Gewissen ist rein. Mein Gewissen ist rein. Oh, jetzt kann ich dem Vater da nicht mal Bescheid sagen. Ich werde direkt zurückgeschickt ins Lager. Meine Güte. Ah, noch was, was man dann nochmal so extra erlaufen muss, wa? Oh, es geht nach Ratei. Okay. Nachdem wir Jackel nun seine gerechte Strafe zugefügt haben, also meiner Meinung nach gerecht, befinden wir uns jetzt hier wieder im Lager. Und ich werde hier mal direkt abstellen von Pebbles. Und dann wollen wir mal hören, was Herr Kuno jetzt für uns auf Lager hat. Ich habe Jackel gefunden. Ich habe Jackel gefunden und weiß, was Hagen plant. Dann raus damit. Er will Samopesch überfallen. Und er will den Angriff selbst anführen. Verstehe. Und was ist mit dem verräterischen Rotzlöffel? Der sitzt nun im Kerker von Ratai. Was wird mit ihm geschehen? Das entscheidet Herr Ratzig. Wenn er Glück hat, kommt er für seinen Verrat mit dem Leben davon. Gut möglich. Ratzig ist wahrlich kein Unmensch. Mir hat er schließlich auch den Galgen erspart. Sattle sofort auf. Wir reiten sogleich nach Samopesch. Jawohl. Oh yeah, die Gang ist wieder unterwegs. Mit Zeitsprung. Die Zeit vergeht wieder nicht. Hervorragend. Ich bin total begeistert. Sind sie. Ich erkenne Zuhls Farben. Sieht aus, als ob sie verhandeln wollen. Verhandeln, hm? Also gut. Verhandeln wir. Oha. Die Rehe stehen da so, jo. Sei mit dir, Herr Kuno. Und mit dir, Herr Hagen. Wir hatten nicht das Vergnügen seit der Belagerung von Lanzenbach, nicht wahr? Lange her, fürwahr.
Zu jener Zeit kämpften wir unter demselben Banner. Ja, auch heute könnten wir als Freunde auseinandergehen. Immerhin, mein Streit ist nicht mit dir, sondern mit Kobilla. Nun ja, dein Disput mit Herrn Kobilla betrifft auch mich. Denn ich sorge in seinem Lehen für Recht und Ordnung. Und du, Hagen, du störst diese Ordnung. Nichts für ungut, Herr, aber du bist nicht mehr als ein Söldner. Für dich zählt nur die Ordnung in deinem Geldsäckel. Bei meinem Disput mit Razzig Kobilla geht es um die Ehre. Kobilla demütigte meine Familie für ein nichtiges Vergehen. Er ließ meinen Vater hängen, legte unsere Burg in Trümmer und gab unsere Besitztümer an seine Familie und Kumpanen. Und dafür fordere ich adäquate Vergeltung. Doch, du musst dabei nicht im Weg stehen, Kuno. Ich weiß genau, warum du Razzig dienst. Du stehst in seiner Schuld. Und mir kam zu Ohren, dass du deine Schuld nicht zum ersten Mal begleichen musst. Es wird nicht das letzte Mal sein. Was ich damit sagen will, ist, du kämpfst Kobillas Schlachten für ihn. Dennoch stehst du stets mit leeren Händen da. Das ist mein Angebot. Wenn du es annimmst, kehrst du heute als wohlhabender Mann zurück nach Hause. Sagt es dir zu? Kuno, das kannst du nicht machen. Wie so viele erliegst du einem Irrtum. Was ein Mensch nicht tun kann und was er nicht tun sollte, sind zwei Paar Schuhe. In diesem Fall zählt die Höhe von Hagens Angebot. Ich gebe dir Geld. Und was ist mit deiner Ehre? Dann geh doch, du Verräter. Ich gebe dir Geld. Ich habe verdammt viel Asche dabei. Sollen wir versuchen, ihn zu kaufen? Was ist mit deiner Ehre? Ach, guck mal, den kann ich ja Lacker überzeugen. Ja, denn hier. Gestattet es die Ehre, sich an den höchsten Bieter zu verkaufen? An den einzigen. Razzig hat mir nie etwas geboten. Ja, weil du in seiner Schuld stehst. Und diese Schuld begleiche ich nun zum dritten Mal. Mein Gewissen ist rein. Kuno, was macht deiner Meinung nach einen guten Söldner aus? Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt in einem Marmorpalast in Florenz auf einem goldenen Thron Wein trinken. Aber er sollte wohl in der Kriegsführung bewandert sein. Aus deiner Sicht? Aber wie ist es aus der Sicht deines Kriegsherrn? Ihm geht es auch um Loyalität und Pflichterfüllung. Ein Söldner, der für Silber die Seiten wechselt, ist keines Kriegsherrn Silber wert. Weise gesprochen, aber wie gesagt, ich habe genug für Razzig getan. Und wenn es dir nichts ausmacht, nehme ich das Geld und verschwinde. Und was dann? Denkst du, du wirst nach dieser Sache jemals wieder angeheuert? Bei all dem Geld kann mir das für eine Weile ziemlich egal sein. Und überhaupt, jeder wird verstehen, warum ich es getan habe. Denkst du wirklich, Herr Razzig und seinesgleichen teilen deine Ansichten, was die Ehre eines Söldners betrifft? Nie und nimmer. Zeit deines Lebens wirst du für alle ein Verräter sein. Herr Razzig und ich werden dafür sorgen, dass du deine Entscheidung bitter bereust. Ist das eine Drohung? Nenn es, wie du willst. Gut. Scheinst ja doch etwas gelernt zu haben. Du bleibst also? Sieht ganz so aus. Sah aber lange gar nicht so aus. Komm schon, Heinrich, hege keinen Groll. Kümmern wir uns lieber um Hagen. Na bitte! Söldnerehre. Hervorragend. Fürwahr, Herr Hagen. Meine Schuld bei Razzig beglich ich mehrfach. Und nicht zum letzten Mal. Jedoch, er hat mich vor dem Galgen bewahrt. Dafür bin ich ihm noch lange verbunden. Ich lehne dein Angebot ab. Aber dein Silber nehme ich dennoch. Du willst den Kampf? Du bist ein Dummkopf. Ich möchte nicht kämpfen. So wenig wie du. Sonst hättest du nicht versucht, mich zu kaufen. Wir scheinen ebenbürtig zu sein, mein Freund. Mal sehen, wem das Glück heute ist. So sei es. Dann auf sie mit Gesülze. Ich gehe hier ein bisschen außen rum.
Hoffen wir, dass ich dann hier gleich die ersten niederknüppeln kann. Glaub nicht. Ja, der macht hier irgendwelche heftigen Sachen. Ich überhaupt nicht mehr klarkommen. Ich würde die Leute hier ein bisschen von Kuno fernhalten. Leute, greift die doch mal an hier. Genau, zack. Da haben wir doch schon mal einen. Ah, neue Stufe Streikholben. Perfekt. Sauber. Jetzt haben wir wieder einen. Batsch, batsch. Oh, jetzt kriege ich aber auch welche hier auf den Sack. Zack, hier. Spür meinen Streikholben. So. Batsch, batsch. Ja. Jawohl, gib's ihm. Dreckig. Das sieht doch ganz gut aus bisher. Quatsch. Ihr habt's geschafft. Jawohl. So, das war's. Gute Arbeit. Bastarde. So, Zeit für einen Schluck. Wir haben's geschafft. Halleluja, Brüder und Schwestern. Geilomat. Erstmal plündere ich hier den Hagen Zuhl. Dem nehme ich mal alles ab. Der behält gar nichts. Zack. Wenn wir hier direkt mal weiter gucken, ob es hier noch irgendwas Gutes gibt. Ob es hier noch was lohnt mitzunehmen. Theoretisch lohnt sich das alles mitzunehmen, aber... das ist ja erstmal nebensächlich. Jawohl, wir haben es geschafft. Ich bin richtig happy. Oh, hier stehen ja sogar Gäule rum, ne? Die ja eigentlich wahrscheinlich auch ziemlich gut sind, oder? Guck mal, hier noch irgendwie gut an Pferd. Mal gucken. Mut, Kapazität, Ausdauer. Hoi, das ist ja wie Weihnachten hier, Leute. Ausdauer 270, was hatte der hier? 350 hier. Amigo, den nehme ich mit. Aufsitzen und Pferd stehlen. Ende. Zack. Der gehört jetzt mir. So. Und dann gibt es jetzt hier auch gleich einen Ringeblumenaufguss. Erstmal, zack, damit wir uns heilen können. Und hinterher auch gleich einen Retterschnaps. Das ist mir nämlich sonst nichts. Nun dürfen wir Fuddern, besser bekannt als Herrn Ratzig, Bericht erstatten. Und das würde ich jetzt auch glatt einfach mal tun. Wir wollen hier jetzt einmal eine Schnellreise machen. Nach Hatay. Dann machen wir das. Abfahrt. Ich möchte mich jetzt nicht mehr aufhalten lassen. Nein. Misserfolg. Hindernis. Ach. Ja. Weit hier einfach davon. Ha. Ah. Hier sehe ich sogar noch meine anderen Kumpanen. Die könnten mir gleich helfen im Kampf. Sind auch gerade auf dem Rückweg. So. Die Räuber, die können mir auch gar nichts. Stehen da nur rum. Gucken blöd. Aus der Wäsche. So, sehr schön. Dann jetzt aber nochmal auf nach Hatay. Die zweite. So, da sind wir in Ratai. Und dann wollen wir mal direkt hier zur kleinen Burg, zur Nebenburg, wie auch immer. Steigen wir hier mal ab. Na, Hunger haben wir auch. Das trifft sich ganz gut. Dann können wir hier vielleicht auch in der Küche einmal einkehren. Lasst mich durch! Heiß und fettig. Und hungrig bin ich auch. Hey, was geht ab? Ist da was drin? Aus dem Torfessen. Perfekt. Direkt aus dem Löffel gefördert worden. Vorrangig. So, jetzt Fuddern. Der wird wahrscheinlich oben irgendwo rumspringen, wa? Seine Räumlichkeiten hier. Na, rein. Blub, blub. Da sitzt er wieder. Dann wollen wir mal Bericht erstatten. Jetzt steht er gerade auf. Ja, nimm mal Haltung an hier. Ne? Ich dir was Wichtiges zu erzählen habe. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier?
Herrn Zuhl sind wir los, Herr. Endlich, frohe Kunde. Berichte mir davon. Wir hatten Herrn Hagen bei Merhojet eingeholt. Dann kam es zu einem Gefecht. Wir trugen den Sieg davon. Er braucht ja nichts wissen. Es war ein erbitterter Kampf, aber wir waren siegreich. Hagen ist tot. Welch frohe Kunde, Heinrich. Haben wir Verluste? Wie erging es Kunos Männern? Wir hatten Glück. Alle haben überlebt. Auch Herr Kuno. Das höre ich gern. Wie auch immer, du verdienst eine Belohnung. Und danke, Heinrich. Einmal mehr schulde ich dir etwas. Was würde ich nur ohne dich tun? Für wahr, ohne mich würden manche Dinge anders laufen. Ja, komm, den muss er jetzt kriegen. Ich kann es nicht leugnen. Zuweilen habe ich das Gefühl, dass ich hier der Einzige bin, der etwas zu Wege bringt. In der Tat. Viele gute Männer starben in Skalitz. Ich bin froh, dass ich dich noch habe. Ah. Ruh dich jetzt etwas aus. Jawohl, Herr. 800 Groschen. Hervorragend. Alles Gute. Fein. Quest abgeschlossen mit einer Bande im Bunde. Ich würde sagen, damit haben wir dann auch diesen DLC beendet. Haben ihn dann glücklich zu Ende gebracht. Eine Runde waschen hier. Und vielleicht sollten wir auch noch mal einen Ringelblumenaufguss zu uns nehmen. Mal kurz gucken hier. Nahrung. Irgendwo da habe ich doch noch einen. Zack. Geht gleich die nächste Figur. Dann schauen wir doch noch mal auf die Map. Ich meine, wir sind ja noch nicht am Ende. Was gibt's hier noch? Neue DLC-Quest. Okay. Und hier gibt's auch noch was. Neue DLC-Quest. Ich würde sagen, wir reiten doch dann jetzt einfach mal nach Samopesh. Und stoßen da zumindest mal ein paar Dinge an. Ah, jetzt ist das Pferd weg, ne? Was wir geklaut haben. Verdammt, warum konnte ich das nicht behalten? Flucht. Na gut. Bleiben wir halt bei Pebbles. Wir haben ja jetzt das ganze Spiel mit Pebbles bestritten. Dann bleiben wir jetzt auch dabei. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir wollten nach Samopesh, ne? Habe ich gesagt, glaube ich. Was ist denn das? Da. Dann Abflug. Ab nach Samopesh. Ja, das war dann ja doch dann recht kurzweilig, der DLC. Wie fandet ihr ihn? Mit einer Bande im Bunde? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ich fand es eigentlich ganz cool, war abwechslungsreich, aber ja, storymäßig war das jetzt nicht der ganz große Wurf, würde ich jetzt mal sagen. War ja recht, ja, nicht vorhersehbar, aber es hatte jetzt auch keine große Überraschung, muss man auch mal ganz klar sagen. Finde ich zumindest. Wenn ihr es anders seht, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wollen wir mal schauen, ob wir hier den Questgeber irgendwo finden. So. Was ist hier zum Schmied, oder was? Das sieht ja fast so aus. Schauen wir mal ab. Schauen wir mal mit dem. Was hat sie erzählt? Schmied. Hey, was klappt? Gott sei mit dir, edler Ritter. Ja, moin. Was kann ich für dich tun? Stimmt etwas nicht? Was ist denn los? Ach, das Turnier. Es wühlt mich immer auf. Welches Turnier? Welches Turnier? Du hast nichts von dem Turnier gehört? Herr Hanusch hat beschlossen, das Rataya-Turnier wieder aufleben zu lassen. Das erste Mal findet es morgen statt, im Hof der oberen Burg. Warum wühlt dich das Turnier auf? Es weckt traurige Erinnerungen an meinen Sohn Svartopluk. Gott hab ihn selig. Er hat Schwertkämpfe geliebt. Als er noch klein war, hat er gegen seine Freunde mit Stöcken gekämpft. Später hat er jahrelang jeden Groschen gespart, um sich eine richtige Waffe zu kaufen. Es dauerte nicht lange, bis er alle möglichen Angriffe und Finten beherrschte. Als er dann von Herrn Hanuschs Turnieren für das gemeine Volk erfuhr, war er sogleich zur Stelle. So, niemals geworden? Oder was ist ihm denn zugestoßen? Wollte gerade sagen, wenn er traurig ist, kommt. Was ist denn mit ihm geschehen? Tja, ein Kerl namens Schwarzer Peter nahm teil. Man nennt ihn so wegen der Farbe seiner Rüstung. Niemand konnte ihm je das Wasser reichen. Aber Svartopluk war fest entschlossen, ihn zu schlagen und hat jede freie Minute für das Turnier geübt. Er ließ sich sogar vom ruppigen Hauptmann Bernhard schinden. Beim letzten Turnier konnte er den Schwarzen Peter dann tatsächlich bezwingen. Aber er kam an jenem Tag nicht heim. Erst dachte ich, dass er bestimmt nur in Rataya seinen Sieg begießt. Aber als er auch am Morgen nicht heimkehrte, machte ich mir Sorgen.
Gerade als ich mich aufmachte, nach ihm zu suchen, kamen Händler. Sie hatten ihn bei der Straße gleich nach Ratai gefunden. Er war noch am Leben, aber fieberte und zitterte am ganzen Leibe. Ich rief sofort einen Heilkundigen herbei. Doch letzten Endes brauchte er nur noch den Pfarrer. Ui, okay, dann kriegt der schwarze Peter auf den Sack. Ich versuche herauszufinden, was deinem Sohn passiert ist. Ich kann nichts versprechen, aber falls ich etwas erfahre, lasse ich es dich wissen. Hab Dank. Ich schwöre beim Allmächtigen, dass ich es dir vergelten werde. Okay, gut. Dann haben wir gleich eine neue Quest. Tod reden nicht. Okay, dann, Leute, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Episode. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, seid doch bitte so gut. Lasst mir einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder im besten Fall natürlich ein Abo da, damit noch mehr Leute sehen können, was ich hier zu Wege bringe oder halt auch nicht. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, krasse Moves, Köter. Dann, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen granatenstarken Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.